So, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Jetzt möchte ich mir nochmal die Dominante und die Tonika zusammen ansehen. Wir werden das jetzt nochmal an. Und wenn man diesen großen Sprung von einer Quinte, also von C nach G, so spielt, dann klingt das doof und es ist auch nicht einfach zu spielen. Abgesehen davon, dass es sich nicht schön spielen lässt für Klavierspieler, ist es natürlich auch wieder eine langweilige gleiche Bewegung bzw. sogar eine Parallelbewegung in diesem Fall. Das möchte man sehr gerne umgehen und da wendet man jetzt dasselbe Prinzip an, wie als wir das Problem mit C-Dur und F-Dur hatten, nämlich haben wir einen gemeinsamen Ton im Gegensatz zu bei der Subdominante und der Dominante. Der gemeinsame So klingt das jetzt. Und wir sehen, das G bleibt Li. Und das E wird zum D, das C wird zum H. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig. Das ist jetzt unsere fertige Kadenz mit der sinnvollen Stimmführung, mit den ordentlichen Bewegungen, so wie man es gerne hat. Und das werde ich jetzt einfach nochmal unkommentiert so ein bisschen nacheinander spielen, damit jeder von euch die Noten auch auf dem Klavier sehen kann und sieht, wie was klingt und so weiter. Deswegen werde ich dazu jetzt einfach mal eine halbe Minute lang nichts sagen, das einfach nur zeigen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich gerne das hier noch zeigen. Wir wissen ja alle, das ist die Voraussetzung für dieses Video, Tonika, Subdominante. Dominante Tonika sind unsere Funktionen, die wir hier haben.
aus unserem ist nun etwas Interessantes. So, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es